Ja, vielleicht sind wir etwas naiv an die Sache rangegangen. Ich habe jedenfalls vorher nicht so drüber nachgedacht, dass es vielleicht komisch sein könnte, mit dem Fahrrad durch Jordanien zu fahren. Als Frau. Und auch, dass auf jeden Jordanier ungefähr 5 Hirtenhunde kommen, war uns vorher nicht so bewusst. Mein Bruder Jan und ich wollten von Madaba aus in 10 Tagen entlang des Jordan Bike Trails nach Aqaba zum Roten Meer fahren. So viel vorab, wir haben es immerhin fast geschafft. So, wir machen jetzt die erste Etappe hier, versuchen uns mal den Weg zu finden. Starten jetzt hier in Madaba. Und vom Wetter geht's eigentlich, es ist gar nicht so heiß. Jordanien ist ein Land, das zu 80% aus Wüste besteht. Dass wir schon nach 1,5 Kilometern unsere Regenjacken anziehen mussten, passte nicht so zu unserer Vorstellung von Wüste. Ich hatte die Regenjacke nicht ganz unten gepackt. Okay. Ja. Die Sonnenkäppchen sind gerade hoch. In Jordanien gibt es sehr viele Kurven. Und hinter jeder Kurve lauert eine Herde. Und bei jeder Herde gibt es mindestens 10 Hirtenhunde. Und die mögen Radfahrer mal so gar nicht. Dann schieben wir ganz langsam. Jan und ich haben schon seit Kindheit Angst vor Hunden. Was wir hier durchmachten, war eine Konfrontationstherapie der allerhärtesten Sorte. Ganz entspannter Fahrradurlaub. Muss ich ein bisschen hin, oder? Das geht, gegenseitiges Mut zu sprechen, machte die Sache auch nicht viel besser. Wandern mit Fahrrad ist für mich ja jetzt nichts Neues. Ich muss allerdings sagen, es gab bereits entspanntere Schiebepassagen als mit 10 Hirtenhunden im Nacken. Situationen wie diese hatten wir so alle 500 Meter. Die Geschwindigkeit des Vorankommens wieder mal nur so im oberen einstelligen Geschwindigkeitsbereich. Ja, der Start war ziemlich ernüchternd. Auf dem Land wurden wir von Hunden verfolgt. In den Ortschaften, durch die wir kamen, wurden wir von Kindern mit Steinen beworfen. Wir versuchten, uns nicht unseren Mut nehmen zu lassen. So, der Tag nimmt gerade eine überragende Wendung. Nachdem wir heute schon mit Steinen beschmissen wurden und von Hunden verfolgt wurden. Ja, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Hunde im Nacken. Sind wir jetzt, haben wir auf jeden Fall jetzt einen richtig guten Zeltplatz aufgetrieben. Ja, wie man sieht. Ne? Wie man sieht, ist auf jeden Fall nicht so gut, wenn man nachts mal raus muss. Sollte man sich gut überlegen, in welche Richtung man dann aus dem Zelt geht. Aber Premium-Blick, würde ich mal sagen. Ja. Lange blieben wir nicht alleine. Katrin ist jetzt am Kochen. Was gibt's heute Abend Leckeres? Couscous. Da wären auch schon ein paar Zuschauer hier. Yes. Sehr interessant, was wir hier machen. Aber alle total freundlich. Yes, das ist Hammer. Ja, das ist Hammer hier. Mit den ganzen Freunden hier. Die Menschen waren einfach unfassbar nett. Auch leckeres, wie heißt das hier? Couscous mit irgendwelchen Blättern drum, glaube ich, ist das. Aber sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Am Abend hatten wir dann auch noch was Ruhe. Und die brauchten wir auch.
denn den Tag mussten wir erstmal verdauen. Insbesondere das Steinewerfen hat mich nachdenklich gemacht. Ist es Neid? Wut? Verachtung der westlichen Welt? So, 9:26 Uhr. Das ist wirklich. Wir stellen fest, es ist doch ganz schön warm hier. Ich muss mal ordentlich Sonnencreme auf die Haut schmieren. Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, meine Daunenjacke, glaube ich, auch zu Hause lassen können. Ja, heute Nacht war es auch gar nicht so kalt. Ne? Das war ein sehr voreiliger Schluss, wie sich noch zeigen würde. So, wie man sieht, muss man ja auch ein bisschen strampeln. Nicht wegen Hunden hoch, sondern auf jeden Fall wegen Steigung. Auch das ein sehr voreiliger Schluss. Die Mittagspause verbrachten wir in einem kleinen Café auf dem Berg. Hier lernten wir auch wieder die Gastfreundschaft der Menschen kennen. Auffällig war jedoch, dass die Aufmerksamkeit hauptsächlich Jan galt. Ich wurde meist begrüßt und dann außer Acht gelassen. Wie man den Nachmittag beschreiben kann? Moment. Neue Strategien waren erforderlich. So, Hauptsache wir haben ultra leichte Ausrüstung. Zelt wiegt nur 2 Kilo. Aber dafür haben wir unsere Kapazität aufgefüllt mit Steinen. Das ist unsere Waffe gegen die Hunde, die uns immer wieder hier das Leben schwer machen. Jan ist ja Handballer. Ich bin Sportlehrerin. Nein, das ist echt uncool, muss man sagen, mit den Hunden, weil die wirklich richtig aggressiv sind. Aber sonst ist es hier landschaftlich auf jeden Fall sehr, sehr schön, muss man mal Adrenalin. Sagen. Adrenalin. Ja. Adrenalin, an Adrenalin mangelt uns auf jeden Fall nicht. Die Steine haben wir zum Glück nicht gebraucht. Um bei dem ganzen Stress einen kühlen Kopf zu bewahren, mussten wir allerdings etwas nachhelfen. In einem trockenen Land wie Jordanien freut man sich ja, wenn es überhaupt mal eine Wasserstelle gibt, wo man mal Pause machen kann. So ganz in Ruhe. Aber Wasserstellen sind nun mal nicht nur für uns attraktiv. Auf jeden Fall ist hier gerade Schafalarm. Scheiße, unsere Sachen liegen noch da vorne, ne? Mein Helm! Oh nee! Ich glaube, es war die größte Schafherde, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. An Weiterfahren war jedenfalls erstmal nicht zu denken. Eigentlich war der Plan, am Abend im Wadi Mujib zu zelten. Dazu mussten wir aber erst 600 Höhenmeter hoch und dann auf der anderen Seite 800 Höhenmeter wieder runter. Ja, so ein Wanderweg hier, ne? Aus verschiedensten Gründen ging es leider wieder mal so gar nicht voran. Wieder flogen die Steine. Und auch wenn sie uns nicht wirklich verletzt haben, hat es ganz schön wehgetan. Am späten Nachmittag waren wir dann fast unten. Und fast unten trafen wir Asa. Asa kam mit seinen Freunden vom Fischen und sagte uns, dass wir in eine Sackgasse gefahren waren. Sackgassen sind ja nie gut. Aber Sackgassen, bei denen du 600 Höhenmeter verloren hast, sind eine Katastrophe. Asa hat uns dann wie selbstverständlich wieder raufgefahren. In einem Auto etwas älteren Modells. Fuhr aber wieder eins. Man musste nur die Türen von innen zuhalten. Asa ist Geschichtslehrer in der Hauptstadt Amman. Doch er verbringt die Wochenenden bei seiner Familie im Wadi Mujib. Er liebt das Land, doch zum Arbeiten muss er in die Stadt. Asa war unglaublich hilfsbereit und machte sich große Sorgen um unsere Sicherheit. Und ehrlich gesagt, so richtig überzeugt waren wir auch nicht,
als wir dann endlich einen Schlafplatz fanden. Wir sind angekommen. Hoffentlich. Dass leider etwas schön spät jetzt geworden ist und das mit dem Mujib Canyon nicht geklappt hat, haben wir jetzt eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung aufgetrieben. Ist nicht so richtig einladend. Ja, hier werden wir wahrscheinlich dann gleich das Zelt aufbauen. Noch. Leider sind hier super viele Hunde. Fahrrad auf jeden Fall schon mal den Eingang versperrt. Das mit den Zelten hatten wir uns irgendwie idyllischer vorgestellt. Das ist ein mega XXL-Käfer. Müssen wir irgendwie wegmachen, bevor wir das Zelt aufbauen. Eigentlich haben wir ja zwei Zimmer, dann kann ja jeder im eigenen Zimmer schlafen. Ne? Oh, nee. Es hat lange gedauert, bis wir endlich eingeschlafen sind. Verbarrikadiert in einem leerstehenden Gemäuer. Sich nicht sicher zu fühlen, ist auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Am nächsten Morgen sah die Welt aber schon wieder ganz anders aus. Guten Morgen! Die Sonne strahlt in unsere Zwei-Zimmer-Wohnung. Und der Kaffee ist auch schon fertig. Und der Humor war auch zurück. Jan hat, glaube ich, zu wenig geschlafen. Ja. Ich freue mich jetzt einfach tierisch auf diesen heißen Kaffee hier. I am Maple, wayfaring stranger, traveling through. Um schneller in den Süden zu kommen, nahmen wir den Highway. So, wir sind jetzt hier kurz vor Karak und wir sind eigentlich heute den ganzen Tag schon bergauf gefahren. Hatten aber eben eine schöne Pausestelle, wo es einen leckeren Kaffee gab und noch ein bisschen Falafel. Ja, und jetzt hier nach Karak zieht sich irgendwie ewig. Wir fahren diesen King's Highway. Genau. Oh, das ist irgendwie, wir dachten, das wären so 10 Kilometer, aber irgendwie fahren wir jetzt schon seit 2 Stunden auf diesem Highway. Das nimmt und nimmt kein Ende. Und. Ja, gut, jetzt kommt hier man der merkt, es ist nicht gerade entspannt. Hinter Karak wurde es dann zum Glück wieder ruhiger. Voll schön! Und endlich keine Leute mehr! Keine Autos! Ruhe! Auf der Suche nach einem Zeltplatz. Da brütet auch irgendwas drin, glaube ich. Beschäftigungen am Morgen. Ich gehe jetzt mal auf die Suche, ob hier vielleicht ein Skorpion in meinen Schuh eingekrabbelt ist. Das muss man morgens nämlich immer machen. Nö, nichts gefunden. So, Katrin, sag mal, was machst du denn da jetzt gerade eigentlich? Wasser, Kaffee. Kaffee. Hatte ich eigentlich irgendwann mal gesagt, dass ich meine Daunenjacke hätte zu Hause lassen können? Mann, war das kalt. I'm doing it, doing it, doing it, doing it all for the thrill.
wurden sehr oft eingeladen. Leider konnten wir nicht alle Einladungen annehmen, denn irgendwann wollten wir auch mal Ackerbau erreichen. Wir werden hier gerade verwöhnt. Eine super nette Familie. Die Tochter kam gerade aus der Schule. And this is your English book? Yes. Circle, triangle. Hey, here this is traditional customs. Ah, okay. What's the name? Traditional. In Arabic? Midraga. Midraga. In Jordanien wird auf Bildung sehr viel Wert gelegt. Etwa 98% der Kinder besuchen die Schule. Dort wird auch Englisch unterrichtet. Es war das erste Mal, dass wir ein Kind wirklich Englisch sprechen hörten. Denn das Englisch, das wir bisher aus Kindermund gehört hatten, bestand aus Hello, What's your name? Und Fuck you. Auf dem Weg nach Aiz ging es fast nur bergauf. 16 Kilometer. Die Sonne brannte. Es war klar, heute Abend würden wir auf jeden Fall ein Hotel brauchen. Ich fühle mich so kaputt, ey. Erstmal Kaffee. Aber wir haben einen schönen Blick hier. Boah. Die Fenster sind nicht ganz so. Das hat doch nicht mehr aufgehört mit der Steigung, ne? Nur bergauf. Moin! Bist du mit drauf? Ja, das ist immer ein bisschen wütend, ne? Ja, wir starten in einen neuen Tag. Wir hatten eingecheckt hier im Hotel. Mussten mal ein paar Sachen waschen und mal duschen. Ja, das hat sich gut getan auf jeden Fall. Die kamen so fertig haben gestern. Schon seit Tagen fuhren wir nur noch in langer Kleidung. Ich weiß nicht, ob das Kopftuch wirklich nötig war, aber irgendwie fühlte ich mich besser. Es gab einfach keine Frauen ohne Kopftuch. Außerdem schützt es auch vor der Sonne. Wir waren auf dem Weg in den Dana Nationalpark. Ein unglaublicher Nationalpark mit atemberaubender Landschaft. Ich war immer schon sehr gut darin, Dinge zu verlieren. Bisherige Bilanz, ein Power-Akku und zwei Taschenmesser. So, wir sind jetzt hier im Dana Nationalpark und es ist sehr schön felsig hier. Ich sitze jetzt hier gerade auch auf dem Felsen drauf und bin gerade hier alleine, weil Katrin hat nämlich leider ihr Handy gerade verloren bei der schönen Piste hier. Und ja, es ist jetzt suchen und einer muss ja auf die Fahrräder aufpassen, ne? Und? Yeah, sie hat es wieder! Huhu! Dann können wir jetzt endlich runterfahren und dann gibt's einen leckeren Falafel! Keine Ahnung, was Jan am Wegesrand gefunden hat, während ich mein Handy gesucht habe. Essbar war es auf jeden Fall nicht. Gegen Abend kam plötzlich orkanartiger Wind auf. Genau genommen, ein Stall. Hier in Jordanien ganz schwer angesagt. Wir haben die Wahl zwischen einem großen Zimmer mit Fenster, in dem es allerdings ziemlich nach Stall riecht, oder aber einem kleinen Zimmer ohne Fenster. Jan räumt gerade schon auf. Jan hat sich schon entschieden, glaube ich.
Entscheidungsfreude am Abend. Wir mussten abwägen. Das kleine Zimmer konnte man von der Straße aus einsehen. Der Bodenbelag des großen Zimmers bestand dafür hauptsächlich aus Schafdung. Zum Schlafen jetzt auch nicht so attraktiv. Also wir haben uns wahrscheinlich jetzt doch für das Stallzimmer entschieden. Sicher, das hier ist ein Vogelnest oder so. Er prüft gerade die Deckenkonstruktion. Ist alles nicht so super stabil für den Wind, den wir draußen haben. Boah. Was meinst du, Jan? Ja, ich denke, für eine Nacht soll es in Ordnung gehen. Wir haben uns doch jetzt für das kleinere Zimmer entschieden. Nach vielem Hin und Her, weil wir haben gedacht, sonst riechen wir eine Woche nach Stall. Wir blieben dann im kleinen Zimmer. Bei jedem Auto mussten wir kurz innehalten. Wir wollten absolut nicht entdeckt werden. Übernachten in einem Stall in Jordanien, während draußen der Wind tobte. Verrückt, aber irgendwie saugemütlich. Jordanien hat ein Problem. Es ist unglaublich trocken. Wasser kann man eigentlich nur in Shops in Flaschen kaufen. Entweder hat man also genügend Wasser dabei, oder man kann sich vorstellen, wie schön es wäre, seine Zunge mit etwas Flüssigkeit zu benetzen. An diesem Morgen hatten wir uns einfach komplett verzockt. Wie gefällt's dir? Ach, das ist schön, ja. Wir sind auf der Wüste hier. Die grünen Flächen verschwinden langsam und es wird ein bisschen trockener. Richtig schön. Apropos trocken. Was ist der Nachteil? Ich muss viel trinken. Was ist der Nachteil? Noch ein Nachteil, ja. Eine Sprite. 100 Milliliter. Ja. Aber es kommt bestimmt bald hier in Ort. Es war weiter als gedacht bis zum nächsten Ort. Aber die Landschaft? Wahnsinn. Da konnte man schnell seinen Durst vergessen. Wenn ich was gar nicht mag, dann ist das Einkaufen. Du musst immer so für den nächsten Tag mitdenken und den übernächsten. Und am Ende hast du doch wieder was vergessen. Ist aber in der Regel auch nicht so schlimm. Zumindest zu Hause. In Jordanien ist das etwas problematischer. Wir halten uns gerade mit den bewährten Schokokeksen über Wasser. Aber heute Abend sind wir hoffentlich in Petra. Ja, es war nicht unbedingt der Tag der kulinarischen Höchstgenüsse. Eher so der Tag Schokokeks mit Schokokeks und Schokokeks. Geht aber auch mal. Guten Morgen! Also das mit den Temperaturen in Jordanien haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Ich liege hier im Hotel, drinnen wohlgemerkt. Schlafsack, Wolldecke, meine Downjacke und darunter habe ich noch einen Skirolli. Und es ist einfach immer noch kalt. So, Urlaub in Jordanien. Zieh mir mal drüber hier, ey. Also, schon fresh. Wetterbericht sagt gerade 2 Grad. Gefühlt minus 5 ungefähr. Ja, wir gehen jetzt uns Petra anschauen. Heute ohne Fahrrad. Sozusagen Ruhetag. 15 Kilometer wandern. Ja. Mal schauen. Ja, auch mal gut, mal ein paar Schritte zu gehen. Die Felsenstadt Petra. Eins der 7 Weltwunder. Eine Stadt komplett in Fels eingefügt. Unglaublich.
Tourismus in Jordanien stark zurückgegangen. Vermutlich die Lage inmitten von Krisengebieten schreckt viele Menschen ab. Dabei ist Jordanien stabil, wird auch die Schweiz des Nahen Ostens genannt. Und der Tourismus wäre so wichtig. Am nächsten Tag ging es weiter in den Süden. Wir wollten ins Wadi Rum. So, Geschwindigkeit ist nicht so hoch, aber wenigstens die Temperaturen nähern sich wieder dem zweistelligen Bereich an. Wir sind auf dem Weg in die Wüste. Es wird sandiger, die Straßen und die Pisten sind genauso cool wie vorher. Es macht einfach mega Spaß hier zu fahren. Die Wüste hatte einen entscheidenden Vorteil. Mehr Sand heißt weniger Grün, heißt weniger Herden, heißt weniger Hirtenhunde. Auch die Situation mit den Kindern wurde jetzt nicht viel entspannter, aber immerhin haben wir keine Steine mehr abgekriegt. Hallo! Stopp! Hey. Wadi Ram. Ja. Ist da? Wadi Ram. Wadi Ram, ne? Wadi Ram. Ja. Ja. Okay, lass mal weiter fahren. Für mich war es etwas schwieriger. Brauchst du Hilfe? Irgendwann verliert man auch mal die Geduld. Einmal durchatmen. Das Wadi Rum war im Hintergrund schon zu sehen. Heute würden wir es aber nicht mehr schaffen. So, wir haben gerade Wasser getankt für das Wadi Rum. Da gibt es nämlich nichts. Ein paar Kilometer. Deswegen müssen wir jetzt hier mal ein bisschen auffüllen. Gerade auch wieder auf dem letzten Tropfen hier angekommen. Also vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Puffer einplanen. Na, jetzt haben wir erstmal 6 mal 1,5 Liter und nochmal 2. Brot haben wir auch. Da kann eigentlich nichts mehr schief hier. Zelten in der Wüste. Super schön und super unpraktisch. Kleiner Sandsturm. Morgen müssen wir auf jeden Fall gut die Ketten sauber machen. Jeder, der früher mal im Sandkasten gespielt hat, weiß, dass Sand keine sonderlich feste Masse ist. Vor allen Dingen keine Masse, um Heringe auch nur ansatzweise zum Halten zu kriegen. Aber wie so oft war das Glück auf unserer Seite, sodass wir eine Stelle mit Steinen gefunden haben. Große Steine. Steine, die man nicht mal ebenso zum Zelt getragen hat. Camping am Limit. Okay, der ist groß. Aber den können wir noch zusammen holen gehen. Den kleinen. Wir haben heute ein bisschen viel Sonne abgekriegt. Es war aber auch zu schön.
Guten Morgen! Guten Morgen! Ich guck gerade, ob die Sonne hier aufgeht. Schauen wir mal raus aus dem Zelt. Oh, das fand. Oh, fantastisch! Wir hatten noch 2 Tage Zeit. Zeit genug, um nach Aqaba zu kommen, wenn wir uns ein bisschen beeilt hätten. Aber mehr ist nicht immer mehr. Und wenn ich was in den letzten Jahren gelernt habe, dann ist das, dass man Pläne nicht krampfhaft durchsetzen sollte. Warum sich beeilen, um woanders hinzukommen, wenn es hier doch unglaublich schön ist? Ist ja wie ein Karneval hier. Komm mal her, ja. Kilometer gefahren und schon wieder Hunger. Es war ein windiger und sandiger Abschnitt, bis wir endlich nachmittags im Wadi Rum waren. So, hier ist jetzt Straße zu Ende und als erste Konsequenz für den Sand lassen wir mal ein bisschen Luft aus den Reifen. Oh, das war ein bisschen viel. Sand hat ja nicht die allerbesten Rolleigenschaften. Auch nicht mit 0,5 Bar Luft in den Reifen. Ja, ab in die Wüste, ne? Würde ich mal sagen. Mann, war das anstrengend. Hinzu kam, dass es mittlerweile unglaublich heiß war und kein einziges Lüftchen mehr wehte. Aber die Landschaft im Wadi Rum war jeden Schweißtropfen wert. Wie entstehen eigentlich Dünen? Dünen entstehen, wenn starker Wind den Wüstensand so lange vor sich hertreibt, bis er an irgendeiner Erhebung hängen bleibt. In Anbetracht dessen nicht sonderlich intelligent, ausgerechnet auf einer Düne zu zelten. Es ist irgendwie die Krux der letzten Nacht. Ein Sandsturm. Das ganze Zelt voller Sand. Und was für ein Sand? Jan hat dann nachts noch ein paar dicke Steine auf die Heringe gelegt, damit wir wenigstens nicht wegfliegen. Richtig schöner, roter Wüstensand. Ich glaube, mir mein Schlafsack besser mal weiter zu. Wie entstehen nochmal Dünen? Ja, wir hatten es jetzt verstanden. So, wir haben uns gewundert, dass wir so wenig Platz im Zelt haben heute. Der Sturm hat den Sand hier so ein bisschen und das Zelt so ein bisschen gedrückt. So hatten wir unsere eigene persönliche Düne. Am Zelt, im Zelt und in allen Kleidungsstücken. Unsere Reise ging nun zu Ende. Wir hatten es nicht bis nach Aqaba geschafft. Aber wir haben uns die Zeit genommen, um Land und unglaublich nette Leute kennenzulernen. Leute wie Asa, der uns ständig geschrieben hat und gefragt, ob es uns gut geht. Und der uns in der Wüste abgeholt hat, um uns zurück nach Madaba zu bringen.
Wir sagen Danke, Shukran, an ein tolles Land, das uns unglaublich bereichert hat. Doch es sind auch einige Fragen geblieben. Fragen, auf die ich hoffentlich irgendwann eine Antwort finden werde.